We've made all the preparations that we could. Let's go out and meet them. This will buy some time until the next attack. Let's check what's new after the HQ upgrade. Moin moin, ihr Sci-Fi-Liebhaber und Teilzeitzocker da draußen. Willkommen auf meinem kleinen Kanal mit einem Video zu The Riftbreaker. Das ist ein interessantes Spiel, was in diesem Jahr released wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gefällt mir persönlich aktuell richtig gut. Was gerade so ein bisschen schwierig ist, da ich in einer Phase bin, wo ich sehr viele gute, interessante Spiele habe. Und ja, ich wollte euch das aber nicht vorenthalten, weil ich persönlich die Mischung hier sehr, sehr gut finde. Und ja, ich würde einfach mal kurz drauf eingehen, nicht zu viel sagen und einfach mal meinen Eindruck dazu schildern, warum ich das Spiel sehr gut finde und warum ich, glaube ich, auch noch einige Stunden in diesem Jahr darin investieren werde. The Riftbreaker wurde, meine ich, am 14. Oktober released, zumindest auf Steam. Und ich hatte es schon immer so ein bisschen im Fokus, hatte dann aber irgendwie ja andere Sachen zu tun und andere Games, die ich gerade gezockt hatte, und hatte es deshalb so ein bisschen verloren. Und ja, jetzt wo es wenig im Angebot war, dachte ich mir, man kann es mal austesten, weil diese Mischung ganz gut ist und auch weil der eine oder andere Test für dieses Spiel sehr, sehr gut war. Und das war der Grund, warum ich es mir zugelegt hatte. Und ja, ihr seht hier im Hintergrund ein paar Szenen. Ich habe es tatsächlich noch nicht so lange gespielt, knapp 2 Stunden. Aber ich muss bisher sagen, wirklich, dass es mir sehr, sehr gut gefällt. Ich hatte auch schon den einen oder anderen Punkt, und so werde ich es auch weiter handhaben bei diesem Spiel, wo ich nicht ganz genau wusste, was ich jetzt zu tun hatte, weil man ist irgendwie beschäftigt und ja, wird dann noch so ein bisschen mit den Quests, mit den Dialogen nebenbei beschallt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal habe ich da nicht so richtig aufgepasst, weil ich halt gerade in dem Kampf war oder irgendwas entdeckt hatte. Und das war so ein bisschen komisch, weil man dann manchmal vielleicht auch wichtige Informationen ja verloren hat. Aber generell gefällt mir das Setting und so weiter sehr, sehr gut. Ja, vielleicht zum Universum gibt es, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen, weil die Story ist jetzt nicht das Highlight dieses Spiels. Ja, man ist ein sogenannter Riftbreaker und wird auf eine Welt geschickt, um quasi, ja sag ich mal, die Kolonisation, das ist das richtige Wort, der Menschheit vorzubereiten, weil wir es mal wieder geschafft haben, wie immer unsere Ressourcen kaputt zu machen und so weiter. Ist ja leider ein ständiges Thema, aber da möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, weil, naja. Und ja, also ist in dieses Spiel auch wieder gepackt und ganz gut umgesetzt. Das heißt, wir sind die Vorhut und müssen einfach gucken, dass wir in dieser neuen Umgebung zurechtkommen, Ressourcen sammeln und wie gesagt vorbereiten, dass hier irgendwann die kleinen Menschen ganz normal leben können und sich ausbreiten können und ja, ein schönes Leben genießen können und den Planeten sich zu eigen machen können. Genau, und wie wir das hier im Hintergrund sehen, habe ich da schon ein paar Sachen vorbereitet. Also wie gesagt, ich bin noch nicht so weit. Maße mir aber schon an, so ein bisschen da was zu sagen zu können, weil der Einstieg ist tatsächlich sehr, sehr gut. Was so ein bisschen der Nachteil ist, das hatte ich vorhin ja schon mal anklingen lassen, ist, es geht relativ schnell und ich habe auch versucht, ein bisschen zu erkunden. Das heißt, ich bin schon hier und da längs gelaufen, habe geguckt, was kann man so machen, ein bisschen selbstständig bauen, und merkt halt gerade am Anfang, wenn man das Spiel noch nicht kennt, so die ersten 1-2 Stunden, wo ich ja jetzt auch bin, dass man da ein bisschen wild baut und so. Man weiß noch gar nicht so richtig, was bringt das dann? Hat man, ist es jetzt sinnvoll, hier schon viel Verteidigung zum Beispiel aufzubauen? Und ja, auch so die Spielmechaniken, wie sie ineinander greifen. Also man macht noch sehr viel selber, man baut teilweise noch selber Ressourcen ab. Also vielleicht generell einmal, um das umfassend zu sagen, es ist so eine Mischung aus, ja, weiß ich gar nicht,
so eine Mischung aus gefühlt so Diablo in Sci-Fi, dass man halt sehr, sehr viel rumläuft und Mobs killt und irgendwie versucht, Ressourcen zu bekommen. Auf der anderen Seite auch so eine Art Tower Defense und Base Building, wo man halt gucken muss, dass man möglichst effiziente Strukturen baut. Ich meine, ist ja auch momentan so, dass mit Satisfactory und so weiter, das hat so ein bisschen dieses Feeling, obwohl ich es selber gar nicht gespielt habe, öfter mal im Stream gesehen habe, dass man halt versucht, eine möglichst gute Wirtschaft aufzubauen mit sehr, sehr schönen Produktionsanlagen und so weiter und versucht, die Ressourcen, die man findet, möglichst effizient zu verwerten. Und das ist ein Aspekt, der hier ganz gut funktioniert, also dieses Ineinandergreifen. Wie gesagt, ich hatte das jetzt ein, zwei Stunden gespielt, hab ein paar Wellen abgewehrt. Ihr seht das hier auch im Hintergrund, das war eine der größeren Angriffe am Anfang. Es lässt sich, wenn man, glaube ich, ja schon das ein oder andere Spiel gespielt hat und die Mechaniken so ansatzweise langsam versteht, relativ gut spielen am Anfang. Ich habe jetzt auch normal angefangen, weil ich überhaupt nicht einschätzen kann, wie hier der Schwierigkeitsgrad ist und wie das so ineinander funktioniert. Und ich erkunde ja noch alles. Wie gesagt, es ist für mich ein neues Spielprinzip und jetzt in dieser Kombination, die einzelnen Bestandteile nicht unbedingt. Und das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Also es greift bisher sehr schön ineinander. Es gab jetzt schon den einen oder anderen Moment, wo ich nicht genau wusste, was ich mache. Die Szene werdet ihr nachher auch nochmal sehen, einfach nur um zu zeigen, was man da auch macht. Dass man auch quasi Gebiete erkundet, die man noch nicht kennt und dann irgendwie scannen muss und so weiter. Und das war so ein Punkt, wo ich ein bisschen überfordert kurzzeitig war, wo es mich dann auch einmal das erste Mal gleich jetzt nach anderthalb Stunden dahin gerafft hat. Das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, aber grundsätzlich gefällt mir das wirklich gut. Was in vielen Tests auch angeklungen ist, und das möchte ich auch hervorheben, ist tatsächlich dieser Tag- und Nachtwechsel und es sieht sehr, sehr schön aus. Also ich hatte tatsächlich bisher noch gar keine Frame-Einbrüche, lag aber auch daran, weil ich jetzt noch nicht wirklich viel hatte, was mir begegnet ist. Also man hatte zwar schon mal einen Angriff, da war auch ein bisschen was los auf dem Bildschirm, aber es war jetzt noch nicht so unfassbar viel, wie es wohl am Ende sein kann, dass da wohl wirklich gigantische Massen auf einen zulaufen und dass man da was machen muss. Ich habe jetzt schon gefühlt ein paar mehr Gegnertypen gesehen als in anderen Spielen, die dieses Jahr rausbekommen sind und auch sehr gehypt worden sind, was ich schon mal sehr interessant finde. Das heißt, jetzt schon in diesen Stunden hatte ich ein bisschen mehr Abwechslung als bei anderen Titeln, die in ganz anderen Bereichen und so waren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was hier gemacht wurde, gut ab. Also ich bin momentan in so einer Phase, dass ich merke, dass mir Spiele sehr gut gefallen, die ein bisschen andere Mechaniken und ein bisschen andere Settings haben. Da gehört dies auch zu, weil es hat jetzt zwar ein gewisses Sci-Fi-Setting, aber es ist schon ein bisschen anders. Also es hat verschiedene Mechaniken, die durchaus bekannt sind, die ineinander greifen und bisher macht es das sehr gut. Also ich bin wirklich mal gespannt, wie so die Langzeitmotivation aussieht. Wie gesagt, 2 Stunden ist tatsächlich nicht viel gefühlt, aber in diesen 2 Stunden ist sehr viel passiert. Also Spiele bei anderen Spielen, und da kann ich jetzt auch als Beispiel mal nehmen Phoenix Point, weil ich es gerade spiele, diese 2 Stunden bei The Riftbreaker haben sich angefühlt wie 5-6 Stunden Phoenix Point. Weil einfach die ganze Zeit was passiert. Also man hat nicht so richtig die Downtimes bisher. Später wird sich das vielleicht noch so ein bisschen aufs Grinden, kann ich mir vorstellen, schon, also dass man so in eine bestimmte Grind-Richtung auch kommt, dass man dann viele gleiche Abläufe immer wieder machen muss. Aber bisher gefällt mir das sehr gut. Ich glaube, das ist halt ein generelles Problem, dass man irgendwann natürlich in so einen Rhythmus reinkommt. Man kennt das Spiel und weiß genau, wie man bauen muss. Man baut sehr effizient und so weiter. Man geht die effizienten Wege. Aber bisher, muss ich sagen, gefällt mir das richtig, richtig gut. Also es ist tatsächlich auch noch mal so eine Überraschung. Und wie ihr vielleicht auch schon beim letzten Video bei Phoenix Point gemerkt habt, was ich ja vor kurzem hochgeladen habe, was ich nebenbei tatsächlich immer mal wieder spiele, aber was auch viel Zeit frisst, im Moment bin ich sehr, sehr glücklich. Also sowohl was im Sci-Fi-Setting für mich persönlich funktioniert, auch wenn es teilweise ältere Spiele sind, das ist jetzt neuer. Es wird auch in Kürze noch ein Video zu einem DLC zu einem Spiel geben, was ich im Moment auch wieder sehr gerne spiele, was auch im Sci-Fi-Setting ist. Also ich muss echt sagen, ich kann mich tatsächlich nicht beklagen. Mir fehlen auch noch so 1, 2 Titel, die mich reizen. Ich will jetzt aber erstmal das ein oder andere zu Ende bringen, weil ich habe mich entschieden, ich werde wenig PvP noch spielen, weil in der jetzigen Situation es so ist wie auch vielen anderen Videos. Ich bin sehr schnell so bei den Top 10%
Und dann müsste ich halt richtig reingehen, um da noch so das zu halten oder noch ein bisschen besser zu werden. Und da habe ich im Moment keine Lust drauf. Bei mir war das noch Legion TD. Das hat jetzt aber auch wieder ein bisschen abgenommen, weil ich das einfach merke. Und auch da wieder, gerade PvP, es hängt von so vielen Faktoren ab. Und da mir da auch der zweite Mitspieler fehlte, ich jetzt aber auch nicht wirklich aktiv danach gesucht habe, sondern ich eher gerade was will, was ich auch alleine für mich machen kann, ist natürlich so ein Titel hier perfekt. Also der macht richtig Spaß und ja, ich freue mich auf jeden Fall weiter. Also Phoenix Point, wo ich ein Video zugemacht habe, das und jetzt auch in Kombination, den Titel kann ich ja auch nennen. Es ist tatsächlich Warhammer 40k Gladius, da hatte ich auch schon mal ein Video zugemacht und da gibt es wieder eine neue Fraktion und ich muss sagen, so langsam gefällt mir das richtig gut. Es gibt jetzt, glaube ich, dann 9 Fraktionen damit und die spielen sich auch alle anders und auch deutlich vom Schwierigkeitsgrad her unterschiedlich, was es für mich nochmal deutlich interessanter macht. Und es ist tatsächlich so ein Spiel, was super einfach ist, was eigentlich gar nicht mal so innovativ ist. Mir macht es einfach mega Laune. Ich kann nicht mal erklären, warum. Das ist ähnlich wie mit XCOM. Das ist auch ein großartiges Spiel und ich kann das Ding die ganze Zeit spielen. Und ich kann nicht mal richtig erklären, warum, weil man macht dann doch oft auch das Gleiche. Aber diese Kombination aus verschiedenen Faktoren, mir gefällt das einfach richtig gut. Und ich habe hier die Hoffnung, dass das tatsächlich so ein gewisser Lückenfüller für mich sein kann, dass man immer mal sagt, oh, wenn ich jetzt eine Stunde richtig Action will, dann nehme ich das Ding hier. Und so fühlt sich es gerade an. Von daher würde ich das jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen kürzer fassen heute. Riftbreaker macht mir, wie gesagt, sehr viel Spaß. Im Hintergrund hat ihr das auch gesehen, es funktioniert, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie es mit den Anforderungen tatsächlich aussieht. Also bisher läuft es bei mir gut. Man hat auch so eine Möglichkeit, vorher einen FPS-Test und so für die Settings-Einstellungen und so weiter, dass man da ja, wie eine Art Benchmark durchführen kann für, ich glaube, GPU und CPU. Was ich schon mal sehr gut finde, weil ich kann mir schon vorstellen, dass man nachher ein bisschen braucht und ja, mal gucken, wann der Rechner zum ersten Mal so ein bisschen in die Knie geht und FPS-Drops haben könnte. Aber ja, das ist alles noch Zukunftsmusik. Wie gesagt, ich werde es einfach zocken. Ich glaube, es ist nicht wirklich sinnvoll, hier noch ein großartig weiteres Video dazu zu machen. Weil ich hatte schon gesehen, es gibt ein paar Tutorial-Videos, wie kann man das spielen und so weiter. Wer mich kennt, weiß, ich erkunde viele Sachen im Moment einfach gerne selber und möchte eigentlich nicht da so richtig reingucken, wie funktioniert das perfekt. Irgendwann kommt man vielleicht zu dem Punkt, aber aktuell ist es noch nicht so. Ich möchte da selber erkunden und das Spiel lädt dazu tatsächlich auch ein, auch wenn tatsächlich die Grundmechaniken eigentlich sehr gleich sind. Also die ersten 2 Stunden waren wirklich hervorragend und ich hoffe, das geht auch so weiter. Vielleicht gebe ich noch mal einen kurzen Zwischenbericht, aber ich glaube, das war es dann auch zu diesem Game. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, positiv überrascht. Deshalb jetzt so November, Dezember war für mich ganz gut, weil ich einfach mal neue Games ausgetestet habe, die mir einfach gut gefallen. Und ja, ich hoffe, dass ihr vielleicht ein paar kleine Einblicke hierzu bekommen konntet. Wie gesagt, langzeiterprobt ist das Spiel noch nicht, aber vielleicht. Ja, habt ihr jetzt durch diesen Eindruck und vielleicht auch durch andere Tests, die dann doch definitiv ein bisschen detaillierter sind, einen Eindruck gewonnen, wie das ist. Es ist relativ speziell. Ich glaube auch, dass es doch einige Leute gibt, die da vielleicht nicht gleich so den Zugang zu finden, weil wie gesagt, es ist am Anfang auch ein bisschen überladen mit den Missionen nebenbei hören, nebenbei erkunden, viel schießen. Also es passiert gerade am Anfang auch so unfassbar viel. Ich glaube, das muss man mögen. Also, um wirklich so einen ruhigen Einstieg zu haben, muss man sich, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit nehmen, weil bei mir persönlich hat dieses Spiel auch einen leichten Zeitdruck ausgelöst. Das kann für einige sehr negativ sein. Bei mir ist es so, dass ich dann ein bisschen im Spiel overacte, also das ist ein bisschen zu schnell die Sache angehe und denke, oh, ich muss das jetzt nochmal erledigen hier und da. Tatsächlich stresst es mich an sich gar nicht so. Ich habe jetzt nur nach dem Spiel gemerkt, dass man doch schon ein bisschen kaputt ist und dass es anstrengend ist. Was heißt anstrengend? Aber man ist nicht so entspannt wie vielleicht bei Rundenstrategie, was ich ja eher spiele. So. Das wollte ich damit nur sagen, ja. Okay, das ist dann auch der Abschluss. Vielen, vielen Dank. Habt weiterhin eine schöne Zeit. Kommt gut durch die ja doch nicht ganz so einfachen Tage. Und ja, falls es euch gefallen hat, lasst gerne natürlich ein Abo da. Ich werde jetzt, wie ihr merkt, vielleicht ein paar kürzere Videos in doch, also jetzt mal öfter wieder releasen und dass das nicht immer so lange dauert. Und ja, hoffe euch damit weiterhelfen zu können. Wie gesagt, falls ihr irgendwas dazu sagen wollt, falls ihr irgendwie überhaupt nicht zustimmt oder so, gerne auch in die Kommentare reinhauen. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn man ein bisschen quatscht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin und ciao, ciao.